Ja, meine Damen und Herren, Big Brother ist also ein interessantes Thema und ich habe das natürlich auch nochmal herzlichen Dank an das ZKM-Team hier vor Ort. Großartige Veranstaltung immer. Ja, das Thema, wir haben, kann man sehr schön mit 2001 illustrieren, einem Film von Stanley Kubrick aus dem Jahr 1968. Der im nächsten Jahr 50 Jahre alt wird, man sieht es ihm kaum an, so frisch ist er noch geblieben. An einer Stelle, an einer sehr entscheidenden Stelle, heißt es da: Perhaps I'm just projecting my own concern about it. Und wie das ausgeht, diese Bedenken, diese Sorgen, die sich Hell macht um das Projekt, dem er ja zum Erfolg verhelfen möchte, führt ja dann zu fatalen Folgen in dem Film. Und man fragt sich natürlich, ist dieser Überwachungscomputer, das ist er ja, er überwacht ja die ganze Einrichtung des Raumschiffs, da gibt es die verschiedensten Hypothesen, nicht? Ist er verrückt geworden, nicht? Was ja bei einem Computer eine etwas seltsame Aussage ist. Normalerweise werden ja nur Menschen verrückt, bei Computern nicht, da erwartet man ja immer, dass sie rational funktionieren. Oder kaputt gehen, nicht, aber verrückt werden, nicht. Das hängt natürlich damit zusammen, dass man hier mit der Fiktion einer hochkomplexen Intelligenz es zu tun hat, mit einem ganz besonderen Wesen. Aber dieser Mechanismus, dass man nämlich die eigenen Sorgen auf etwas anderes projiziert und dann zu Über- oder Fehlreaktionen gelangt, das ist natürlich etwas, was aus der Welt der Menschen auf die Technik hier auch projiziert wurde. Also diese Projektionen von eigenen Sorgen auf andere. Und genau das ist etwas, was auch die Dynamik der Überwachungsgesellschaften ausmacht. Ja, wir sagen Überwachungsgesellschaft eigentlich nur deswegen, weil die Technik immer perfekter geworden ist, Überwachung zu bewerkstelligen. Es ist ja nicht so, dass Überwachung in der Menschheitsgeschichte ein völlig neues Phänomen wäre, das es vorher nicht gegeben hat. Auch das möchte ich Ihnen nochmal zeigen. Also, Hell ist ein Ausgangspunkt, nicht? Herrschaft, Monopolisierungsanspruch führt zu Geheimhaltung und Geheimhaltung wiederum führt zu Furcht vor Verrat bis hin zum Mord. Wir kennen das ja aus Kinofilmen und aus dem wirklichen Leben. Der große Bruder, zum anderen, der ja unserer Veranstaltungsreihe und auch dieser Veranstaltung den Namen verliehen hat, erinnert an den bekannten Roman von George Orwell aus dem Jahr 1948. Deswegen heißt er 1984, er hat einfach die Zahlen verdreht. Auch hier sehen wir wieder das Prinzip von jeder guten, interessanten, anspruchsvollen Science Fiction. Bei Science Fiction ist immer eigentlich eine Aussage über die Gegenwart enthalten, oft in kritischer Hinsicht, nicht? Manchmal natürlich auch mit einem gewissen Optimismus verbunden. Vor allem aber will man doch oft auch Warnungen aussprechen, wenn man Science Fiction schreibt oder sich damit beschäftigt, Warnungen aussprechen über Fehlentwicklungen, die in der Gegenwart stattfinden könnten, nicht? Und das hier stammt, dieses Bild stammt aus dem Film Brasil von Terry Gilliam, den Sie am kommenden Sonntag jetzt in der Schauburg sehen können. Dieser Film ist eigentlich eine Variante, eine Variation über Orwells berühmten Roman. Es ist im Prinzip diese Big Brother-Geschichte mit einem kräftigen Schuss Surrealismus und Monty Python noch versehen, aber eben eine Big Brother-Geschichte. Und Gilliam hat sich hier, der Regisseur, war ja ursprünglich Werbedesigner in Kalifornien am Anfang seiner Karriere. Er hat sich hier viel Mühe gegeben, entsprechende Plakate und Spruchbänder zu gestalten in dem Film. Wenn Sie den also am Sonntag sehen in der Schauburg, achten Sie mal auf diese ganzen Spruchbänder. Hier haben Sie eins so von innen aus gesehen am rechten Rand: Be safe,
wie suspicious, nicht? Seien Sie sicher, haben Sie Verdacht, ja? Also seien Sie misstrauisch. Nicht? Und genau das ist die psychologische Dynamik, die da mitspielt. Nicht? Wir haben es ja hier zwar mit einem großen politischen Thema zu tun, das ist aber natürlich kein Hinderungsgrund, dass da auch ganz gewöhnliche psychologische Dynamiken eine Rolle spielen. Es ist ja nicht so, dass man da auf einer höheren oder anderen Ebene wäre, in der das menschlich, allzu menschliche nicht mehr eine Rolle spielen würde, im Gegenteil. Und psychologische Grundregeln haben wir eben gerade bei diesem Spiel von Überwachung und Verdacht. Ja, Verdacht und Überwachung und auf der anderen Seite das Versprechen von Sicherheit. Ja. Wir alle möchten ja gerne einigermaßen sicher unser Leben fristen dürfen und von daher findet man dann oft den etwas naiven Wunsch an die Politik, die damit natürlich rettungslos überfordert ist, eine vollkommene Sicherheit herzustellen. Das geht nicht, das gibt es nicht und das kann es nicht geben. Wenn so ein Zustand erreicht wäre, dann wäre er der Grabesstille wahrscheinlich sehr verwandt. Und die Frage ist, ob das überhaupt wünschenswert ist. Trotzdem haben wir ja dann das Phänomen, immer wenn irgendwas passiert, dann schreit der Bürger erstmal nach dem Staat und denkt gar nicht daran, dass das ja vielleicht gar nicht angebracht sein kann. Ja, der große Bruder also, der spielt hier bei uns eine große Rolle. Hier haben Sie noch ein paar schöne Beispiele aus dem Gilliam-Film, nicht? Suspicion breeds confidence, nicht? Das ist ein wunderschönes Paradoxon natürlich. Nicht? Und Information, the key to prosperity, also Sie sehen hier diese Versprechungen, diese Verheißungen, die ja so kognitive Befindlichkeiten auch ausdrücken, die im Untergrund der politischen Diskurse ja eine Rolle spielen, die sollte man da immer im Auge behalten. Es gibt ja einen bekannten, sehr wichtigen Filmtheoretiker, den man eigentlich nochmal ganz gründlich lesen sollte, Siegfried Krakauer mit seinem schönen Buch von Caligari zu Hitler, der analysiert hat, eine psychologische Geschichte des deutschen Films, die psychologischen Dispositionen, die in diesem Film sich ausdrücken, die da in Filmbildern zum Ausdruck kommen, zu analysieren. Das ist eine der interessantesten Experimente gewesen. Und man kann das natürlich, Krakauer hat es auf die Filme der Weimarer Republik übertragen, man kann das natürlich bis in die Gegenwart hinein fortsetzen. Auch das ist Thema eines Seminars, das wir gerade im Rahmen des ZAK am KIT anbieten. Ja, ein anderes Thema, das damit zusammenhängt, das scheint jetzt weit weg zu führen vom Überwachungsstaat, aber es ist eigentlich etwas, was die menschliche Grundlage von Überwachung auch ausmacht, das ist die Neugier. Ja, die Neugier. Beim Voyeurismus spielt natürlich noch das Thema der sexuellen Überschreitung eine Rolle, nicht der sexuellen Tabubruchs. Aber bleiben wir zunächst mal bei der Neugier. Und am Thema der Neugier sehen wir ja, dass das ja etwas Ambivalentes ist. Man kann neugierig sein in einem positiven Sinne. Die wissenschaftliche Neugier, sagen wir mal, ist vom Grund auf positiv die Neugier eines Kindes, das eine Welt entdecken will. Aber das kann natürlich genauso schnell dann auch umschlagen in eine Aufdringlichkeit. Oder diese Neugier kann zu problematischen Reaktionen führen. Und im Falle des Voyeurs ist das ja offensichtlich, der dringt immer in die Privatsphäre eines oder einer anderen Person ein. Und das ist natürlich genau das Problematische, im Großen wie im Kleinen. Hitchcock hat hier einen schönen Film gemacht, den wir auch in unserer Filmreihe schon besprochen haben, wo wir sehen können, wie eng das auch mit dem Thema der Überwachung zu tun hat. Beachten Sie, der Film ist 1954 rausgekommen in den USA, also in der Blütezeit, Sumpfblütezeit muss man vielleicht sagen, des McCarthyismus. Ne? Also als die Überwachung und die politische Paranoia in den USA schlimme Blüten getrieben hat.
Auch hier ist die Frage nicht Schaulust, Neugier, wissenschaftlich oder profan, ganz interessant. Und Hitchcock hat sich hier, hat hier wunderbare Bilder und Metaphern gefunden für diese Form, nicht, der Neugier. Und hat das Thema des Peeping Tom variiert. Nicht? Peeping Tom, das ist eine hübsche Geschichte aus England, nicht? Von der Lady Ginevra, glaube ich. Und so ungefähr kurz nach der Zeit der normannischen Eroberung von England war diese Lady die Gemahlin eines mächtigen Fürsten, eines mächtigen Lehnsherrn. Und sie hatte Mitleid mit ihren Untertanen. Ihr Mann, der hatte die Untertanen so hoch besteuert, dass sie nur noch stöhnen und ächzen konnten. Vielleicht kennen Sie so eine Situation. Und diese Lady hatte dann aber eine Einsicht mit den armen Untertanen, hat ihren Mann immer gebeten, ja, erlass ihnen doch diese hohen Steuern. Er blieb aber stur und hart, nicht? Und sie hat aber nicht nachgelassen. Irgendwann war er dann so ärgerlich über ihre ständige Hartnäckigkeit, dass er sagte, okay, wenn du nackt durch die Stadt reitest, dann erlasse ich auch die Steuern. Nicht in der Erwartung, dass sie das nicht macht. Aber diese tüchtige Frau hat das getan. Sie ist also nackt auf einem Pferd durch die Stadt geritten und ihr Mann musste die Steuern dann mindern. Nicht? Man wünscht sich, sowas würde heute auch mal wieder passieren. Nicht? Aber sie ist nicht einfach nur nackt durch die Straßen geritten. Nein, sie hat natürlich Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Sie hat den Untertanen verboten, an diesem Tag aus dem Haus zu treten oder aus dem Fenster zu schauen. Ja, also ohne Sicherheitsmaßnahmen hat sie es nicht gemacht. Es war aber dieser neugierige Schneider Thomas da, der dann ein Auge riskiert hat, eben der Peeping Tom. Und wie die Legende sagt, wurde er dann, ist dann die Strafe Gottes über ihn verhängt, wurde er erblindet und je nach der Legende ist dann irgendwas anderes Schlimmes mit ihm passiert. Ja, das ist also der Peeping Tom, der hier bei Hitchcock ja auch zitiert wird. Ne? Und dieses Bild kommt in Fritz Langs Metropolis vor, eine wunderschöne optische Collage, eine fotografische Collage von Augen, in die natürlich sowohl die profane Seelust wie auch die wissenschaftliche Neugier wie auch die Überwachung drinsteckt. Nicht? Augen sind ja ein faszinierende Metapher, die auf verschiedene menschliche Zusammenhänge verweist. Neugier, Habgier, Machtgier, nicht? Und alles das bis hin zum Staatsterror, der Überwachung. Nicht? Wenn der eine den anderen überwacht und denunziert, nicht? Dann natürlich haben wir eine sehr unangenehme Situation. Und wir sehen dann, wenn wir solche Dinge zu Ende denken, dann können wir eigentlich auch besser unsere gegenwärtige Situation einschätzen. Nicht? Es ist ja immer so die Angst und die Gefahr des Totalitarismus im Raum, gerade wenn man an die Geschichte von Orwell denkt, Big Brother. Sein Big Brother ist ja ein totalitärer Herrscher. Nicht? Und wenn wir das mit der Gegenwart vergleichen, dann können wir sagen, na gut, also einen solchen totalitären Zustand haben wir ja glücklicherweise noch nicht erreicht, aber wie weit sind wir noch davon entfernt und wie schnell und auf welchen Weg erreichen wir den, denn garantiert, eines ist garantiert, mit neuen Techniken, Möglichkeiten wird es auch andere politische Wege gehen, so etwas einzuführen und dann ist es wie oft in der Geschichte dann oft schon zu spät, um noch regulierend gegensteuern zu können. Orwell also ist für uns hier auch immer im Hintergrund. Und auch diese Parolen, die stammen ja aus dem Orwell-Roman War is Peace, Freedom is Slavery, Ignorance is Strength. Ja. Das hängt natürlich zusammen mit Propaganda oder mit einem etwas neutraleren Wort, mit Realitätsdefinition, nicht? Die ja hier absurde Züge annimmt, nicht? Zum War is Peace, das klingt ja zunächst mal widersprüchlich. Aber sowas haben wir auch natürlich in der Gegenwart noch solche Möglichkeiten der Realitätsdefinition, Versuche der Realitätsdefinition, die neuen Medien und die alten Medien, die Konzentration von Informationen, die gibt da ja auch wieder ganz neue technische Möglichkeiten her.
Ja, Big Brother hatten wir auch bei den Big Brother Awards. Und ich will Ihnen gerade mal hier vorstellen, die Preisträger, nicht die Datenkraken, die deutschen Datenkraken, die hier präsentiert worden sind aus Arbeitswelt, Wirtschaft, Politik, Bildung, Behörden und Verbraucherschutz sogar, nicht? Und das ist jedes Jahr eine sehr beachtliche Veranstaltung, in der man sehen kann, wie weit und wo solche Übergriffe in Staat und Gesellschaft eine Rolle spielen. Eben nicht nur in Politik, auch in der Wirtschaft. Nicht? Man ist natürlich gewohnt, immer besonders wachsam auf die Politik zu achten und man vergisst dabei oft, dass ja die Formen von Surveillance in der Wirtschaft natürlich genauso stark und eingreifend sind. Nicht denken Sie nur an Internetwerbung, wo Sie dann diese Webseiten dann vorgeführt kriegen und eine zielgerechte Werbung Ihnen dann unter die Nase gerieben wird, wenn Sie die nicht irgendwie ausschalten können, nicht auf Ihrem Rechner. Ja, Big Brother Awards, die gibt es schon länger, nicht? Die werden nicht ein mehrfache Preisträger habe ich Ihnen hier mal auch bildlich gezeigt. Otto Schily, nicht? Und Wolfgang Schäuble sind hier natürlich prominente Preisträger, aber auch andere Politiker, bundesdeutsche Politiker sind da schon ausgezeichnet worden. Ja, etwas, was für uns immer wieder eine Rolle spielt, nach dem starken Staat zu verlangen, was für viele Leute wichtig ist, das ist die Wahrscheinlichkeit, durch Terror zu sterben. Und da haben also Wissenschaftler des liberalen Cato-Instituts in den USA ausgerechnet, dass diese Wahrscheinlichkeit eigentlich so gering ist, dass man sie normalerweise missachten würde. Aber warum missachten wir sie nicht? Das hängt natürlich mit der hohen Presseaufmerksamkeit, mit der hohen Aufmerksamkeit in den Medien zusammen, die diese Ereignisse immer nach sich ziehen, nicht? Und selbst wenn man also die vielen Toten von 9/11 mitrechnet, ist immer noch die Wahrscheinlichkeit über die Jahre hinweg gesehen verschwindend gering, durch Terror zu sterben. Aber wenn Sie sehen, was da für Gesetzgebungen in Gang gesetzt wurden seither und wie die traditionellen Freiheitsrechte, die ja eine Rolle gespielt haben in den USA, immer wie die dadurch eingeschränkt wurden, dann ist das sehr besorgniserregend. Und genau dasselbe kann man natürlich in Deutschland feststellen. Ja, die Furcht spielt ja eine große Rolle, wenn man sich Überwachung oder einen Big Brother wünscht. Und etwas, was in den USA da eine Rolle spielt, ist interessanterweise auch die Regierungskorruption. Auch da sehen Sie, das ist eigentlich der stärkste Wert hier. 60% fürchten sich vor Korruption der Regierung, also Korruption jetzt im weitesten Sinne, mit Übergriffen aller Art verstanden, nicht? Und vielleicht ist das eigentlich das Thema, um das man sich mehr Sorgen machen muss als den auswärtigen oder inländischen Terrorismus, nicht? Tatsächlich. Ja, Big Brother, der Roman von Orwell, noch ein anderes Thema, nicht? Ich habe ja gerade, bin ja gerade darauf zu sprechen gekommen, auf die Realitätsdefinitionen, nicht? War is peace und ignorance is strength, nicht? Was ja Orwells Erfindungen sind. Diese Art von Äußerungen hat wieder große Wellen geschlagen Anfang dieses Jahres, als in den ersten Tagen der Präsidentschaft von Donald Trump in den USA sein Pressesprecher damaliger, nicht, ist ja eine lebhafte Fluktuation im Gange, hat behauptet, dass die Amtseinführung von Donald Trump die bestbesuchte gewesen ist seit vielen Zeiten und hat falsche Zahlen angegeben, wie Sie hier an dieser kleinen Aufstellung sehen können. Und er hat die Zahlen
da offensichtlich manipuliert. Interessant ist jetzt natürlich, dass da, wie das so üblich ist heute, nicht dementiert wurde oder dann nicht das richtig gestellt wurde, sondern dass das dann gerechtfertigt wurde mit dem Wort, dass das alternative Fakten wären. Ja, das ist also keine falschen Zahlen, sondern alternative Fakten. Das ist ein geniales Wort der Trump-Ratgeberin Kellyanne Conway. Ratgeber eines Präsidenten wird man eigentlich immer in Wahlkämpfen. Das sind also Leute, die aus den Wahlkämpfen dann in Regierungsämtern kommen. Und deswegen brauchen Sie sich nicht zu wundern, dass Regierungsverhalten immer mehr einem Dauerwahlkampf gleicht. Ja, das hängt auch natürlich damit zusammen, dass jeder daran denkt, in erster Linie nicht das Beste für das Volk oder den Staat zu machen, sondern das Beste für sich selbst bei der nächsten Wahl. Alternative Fakten. Nach dieser Äußerung von Kellyanne Conway hat man beobachten können, dass bei Amazon dann auf einmal der Orwell-Roman zum Bestseller der nächsten beiden Wochen aufgestiegen ist. Ja, also Sie sehen, da ist man sehr wirksam. Hier können Sie sehen, nicht wie diese Veranstaltungen besucht wurden, also die Amtseinführung des Präsidenten bei Trump 2017, da sehen Sie noch große Lücken, bei Obama war es deutlich voller. Nicht? Und da dann von alternativen Fakten zu reden, das ist natürlich schon eine neue Qualität der Realitätsdefinition, wie ich das gerne nenne. Und auch etwas anderes dann noch, das berühmte Bowling Green Massacre, auch von Kellyanne Conway erfunden, also ein angeblicher terroristischer Akt, der stattgefunden hat. Leider ist in diesem Städtchen Bowling Green nie etwas dergleichen passiert, aber natürlich ein Massaker, das zieht natürlich immer die Presse Aufmerksamkeit an sich. Also wenn man kein Massaker finden kann, dann erfindet man halt eins für die Politik. Das ist so ein bisschen diese Haltung dabei. Und das finden Sie dann auch in Filmen wie zum Beispiel V for Vendetta wunderbar diskutiert. Ja, Orwell war also auch sehr, sehr kritisch über die Verwendung von Sprache und in der Tat hat er da den Kern getroffen. Dessen, es ist eine sehr gute Übung, immer auch genau mal auf die Worte achten, auf die Konnotationen von Worten, die man da einfach so im täglichen Medienkonsum auf sich eingehen lässt. Man sollte sie immer mal hinterfragen, auf ihre Grundbedeutungen untersuchen. Ja, über Trump könnte man viel erzählen, ich will das nicht weiter ausführen. Auch die offensichtlichen Lügen, da sind mittlerweile Statistiken aufgeführt worden, erstmalig in der amerikanischen Präsidentschaftsgeschichte. Die New York Times und die Washington Post haben da Statistiken geführt über die Häufigkeit der Lügen, will Ihnen nur mal die Zusammenfassung sagen. Also auf 492 Fälle kommt die Washington Post, also je nachdem, wie man jetzt Lüge definiert, in den ersten 100 Tagen. Und an 5 Tagen gab es sogar mehr als 20 falsche Behauptungen von Trump alleine. Also sehr bemerkenswert. Es gab aber auch 10 Tage, in denen keine einzige falsche Behauptung aufgestellt hat. Das war immer dann, wenn er zum Golf geflogen ist. Ja, so sieht das da aus. Also ganz faszinierende Statistiken kann man da finden. Und auch das kennt man natürlich, diese Behauptung, dass Obamas Geburtszertifikat entweder nicht vorliegt oder gefälscht ist, womit man ja auch Wahlkampf gemacht hat, nicht mit Verschwörungstheorien. Und die sehen, dass die Beliebtheit von Trump auf einem historischen Tief ist, nur Bush und Nixon in der Endphase waren noch unbeliebter als Trump heute. Und natürlich denkt man auch, ja, was ist aus der Lincoln-Partei geworden? Nicht? Ja, kommen wir zu den Geheimdiensten. Geheimdienste gibt es viele in Deutschland, hat es immer gegeben, hat es überall gegeben, natürlich. Dass sie aber eine solche bürokratisch hochorganisierte Form annehmen, das ist eine neuere Entwicklung. Und die allerneueste Entwicklung ist, dass sie nicht mehr Geheimdienste heißen, sondern Nachrichtendienste. Das habe ich mit gelindem Entsetzen in der deutschen Wikipedia lesen müssen. Wenn man Geheimdienste kommt, dann ist da die Sprachregelung Nachrichtendienste eingeführt. Das finde ich etwas bedenklich.
muss ich sagen, unter Nachrichtendienste denke ich eigentlich an Dienste, die Nachrichten verbreiten. Und das ist ja nun nicht gerade der Hauptzweck eines Geheimdienstes. Er ist ja eher Nachrichten exklusiv für besondere Interessen zu sammeln und die dann möglichst geheim zu halten. Also in Großbritannien ist man da etwas ehrlicher, wenn man von Secret Service redet. Und ja, ich möchte jetzt da nicht im Einzelnen aufgehen, die verschiedenen Bezeichnungen, die es da in der deutschen Geschichte gab, die sind ganz interessant auch mal zu studieren. In den USA haben wir, denke ich, die größte Dichte von verschiedenen Geheimdiensten, die es parallel gibt. 16 Stück existieren da, koordiniert heutzutage von dem Director of National Intelligence. Und auch da ist die Sprachregelung sehr interessant, nicht? Wenn man also vom Geheimdienstwesen redet. Secret Service ist in den USA die Bodyguards der Präsidenten. Nicht? Also die haben nichts mit geheimdienstlicher Tätigkeit hauptsächlich zu tun. Sondern da redet man eben von Intelligence Community, also die Intelligenzgemeinde. Das ist ja, wenn man das mal ganz wörtlich übersetzt, nicht? Die Intelligenz, also im Sinne von Aufklärung und von ja, Aufklärung ist auch natürlich ein sehr schönes Wort in dem Zusammenhang. Ne? Von Erkenntnis. Erkenntnis ist eigentlich das Wort hier für Intelligence. Ne? Und das reicht von CIA über NSA bis zu so kleinen Einrichtungen, die hochspezialisiert die Aktivitäten von Satelliten der Russen oder der Chinesen oder wer auch immer Satelliten jetzt hochschießt, da überwachen. Nicht? Also es gibt da sehr hochspezialisierte und ein bisschen am Budget können Sie ihre Bedeutung erkennen. Ja? CIA steht also oben, gefolgt von NSA und das sind also hier die großen Akteure in diesem Spiel. Besonders hübsch fand ich hier dieses Logo, da wir jetzt wollen wir ein bisschen zur Ästhetik mal kommen, nachdem ich jetzt so viel trockene Informationen gebracht habe. Das ist eine Geheimdienstorganisation, die es so nicht mehr gibt, die aber natürlich in andere Organisationen eingetreten ist. Ganz weg ist sie nicht. Ja. Das war das Information Awareness Office. Das ist eine der vielen Neugründungen nach 9/11 der Bush-Administration gewesen ist. Bemerkenswert ist hier vieles. Einmal natürlich die Ikonografie, dieses allessehende Auge. Ja, wessen Auge? Ne, könnte man denken, Auge des Staates natürlich zunächst mal, Auge des Geldes, Auge der Vernunft. Nicht? Denn dieses Symbol finden Sie auch auf den Dollarnoten beispielsweise. Ne? Also ein Symbol, das in den USA für staatliche Autorität steht, das nimmt die ganze Welt ins Auge. Ja? Und das ist natürlich ein globaler Anspruch. Das ist das eine, was hier sehr bemerkenswert ist. Und das andere ist für unsere Lateiner im Publikum, Scientia est potentia steht darunter. Scientia est potentia. Das hat Francis Bacon so gesagt, also ein Philosoph, ein englischer Philosoph, der die Aufklärung vorangetrieben hat. Wissen ist Macht. Und daran können wir natürlich auch diese Ambivalenz von Aufklärung sehen. Aufklärung hat einmal natürlich eine Befreiung von Aberglauben gebracht, im Sinne von Kant, nicht? Zum anderen aber auch so etwas wie einen neuen Aberglauben in die Vernunftherrschaft. Und leider ist der Mensch natürlich nur sehr begrenzt ein vernunftbegabtes Wesen. Da spielen natürlich auch andere Befindlichkeiten eine Rolle. Aber auch ist die Frage, ist denn eine absolute Herrschaft der Vernunft überhaupt wünschenswert? Da sind wir wieder bei dem Problem des Totalitarismus. Ja. Auch ein vernunftbegründeter Staat kann in einen totalitären Staat umschlagen. Nicht? Denn Vernunft nehmen ja alle eigentlich für sich in Anspruch. Unsere Filmreihe versucht das so ein bisschen über die Filmgeschichte zu verfolgen. Und Sie sehen an diesen Linien, hier habe ich immer die Filme auf die bestimmten Jahre bezogen, in denen sie produziert worden sind. Das ist so ein bisschen jetzt das Prinzip unserer Reihen geworden. Wir gehen immer chronologisch vor, so gut es geht. Und das macht durchaus Sinn, weil man dann eben auch große Entwicklungslinien verfolgen kann. Ein bisschen daraus möchte ich Ihnen zeigen.
Auch mal ein bisschen den Einblick zu geben, was so jetzt dieser Medienfaktor dabei ist. Ich überspringe mal jetzt einiges, vielleicht nur noch diese Systematik. Als gelernter Soziologe versucht man natürlich immer, die Welt ein bisschen zu systematisieren. Ne? Und das Feld der Überwachung und der Überwachungsakteure kann man mal unterscheiden nach privater Überwachung und nach staatlicher Überwachung, und die staatliche wiederum hat den stärksten Anteil immer im Bereich des Militärs. Da gibt es so etwas schon, solange Menschen die Keule schwingen, beziehungsweise bei Kubricks 2001 ja den Knochen, um Feinde zu erschlagen, solange es also Krieg gibt, gibt es auch Spionage, um sich Vorteile zu verschaffen. Im inwärtigen Bereich ist das oft, aber nicht ausschließlich, eine Domäne der Justizorgane, nicht? Also Polizei, Geheimpolizei zum Beispiel, nicht? Oder Geheimdienste. Innenministerium können natürlich auch mitspielen, oder auch andere Ministerien. In den USA zum Beispiel spielt auch mit das Energieministerium, was also alles, was mit nuklearen Sachen zu tun hat, wird in den USA von dem Energieministerium behandelt. Nicht? Und je nachdem, ob das jetzt im Inland oder im Ausland stattfindet, haben wir da ganz verschiedene Sachverhalte natürlich. Im Ausland spricht man dann von Spionage, wenn es die Feinde sind, und von Ermittlungstätigkeit oder von Aufklärungstätigkeit, wenn es die Freunde sind. Nicht? Also die Wertigkeiten, die sich hier in den Worten ausdrücken, habe ich jetzt hier nicht nochmal ausführlich aufgeführt, aber ich will Sie da nochmal darauf aufmerksam machen. Nicht? Im Inland ist dann von Gegenspionage, nicht, oder Counterintelligence die Rede, oder von Abwehr, ein schöner deutscher Wort. Nicht? Im zivilen Bereich, also im Bereich der zivilen staatlicher Organe, redet man dann natürlich passenderweise oft von Agenten. Agent heißt ja nichts anderes als Staatsbediensteter. Und im privaten Bereich haben wir dann natürlich so ganz verschiedenste Modelle. Das fängt an mit dem Detektiv. Denken Sie daran, der erste Bodyguard von Abraham Lincoln im Bürgerkrieg, das war Pinkerton, der die Detektivagentur gegründet hat. Auf den gehen auch viele Geheimdienstinstitutionen dann letzten Endes zurück. Auch im Bürgerkrieg gab es natürlich eine Geheimdienstorganisation des Militärs in den USA. Und heute haben wir denken Sie an Snowden, heute haben wir ja diesen interessanten Fall, dass es jetzt zivile Contractors gibt, also Subunternehmer, die für die Geheimdienste geheimdienstliche Tätigkeiten übernehmen. Ist ganz interessant, wenn man mal diese Systematik anschaut, und da so viele militärische Interessen im Spiel sind, fällt es natürlich auch immer leicht, dann Whistleblower zu kriminalisieren. Insofern, als man dann sagen kann, ja, wir stehen ja im Krieg, und diese Enthüllungen, die gefährden ja die Soldaten im Krieg, also haben wir ja einen klassischen Fall eines Spionageverbrechens, und deswegen wurde dann auch unter Obama so oft dieser Espionage-Act, also diese Gesetzgebung zur Spionageabwehr aus dem Ersten Weltkrieg dann herangezogen. Ob man das so hätte machen müssen, steht natürlich auf einem anderen Blatt. Für viele war diese Entscheidungen von Obama besonders enttäuschend. Ja, wir haben hier auch mal, das überspringe ich jetzt aber, diese Frage der Auftragskiller behandelt in einem anderen Seminar. Auch da spielt politisches und privates Handeln eine Rolle. Und es ist ganz interessant, da zu sehen, dass das Verhalten, das im staatlichen Bereich legitim ist, dann nicht legitim ist, wenn das von Privaten betrieben wird. Ja, also bei Mord ist das natürlich ganz besonders deutlich zu sehen. Und was wir da, will lieber schnell mal auf die Mediengeschichte der Überwachung eingehen. Unser Surveillance-Cinema habe ich Ihnen schon vorgestellt. Orwell spielt da eine Rolle. Auch hier nochmal die Zeitachse, nicht? 1948 hat er das geschrieben, 1949 ist es dann veröffentlicht worden, dieser Roman 1984, und 2018 jährt sich das natürlich auch wieder. Also wir gehen einem neuen Orwell-Jahr entgegen.
Und auch dazu wollen wir natürlich Stellung nehmen. Und zum anderen ist es natürlich der Fall Snowden, der relativ aktuell natürlich ist, nicht für, aus den Schlagzeilen mittlerweile natürlich schon wieder verschwunden. Und der rahmt unsere Filmreihe ein. Wir haben mit einem Dokumentarfilm über Snowden angefangen und wir werden dann kurz vor Ende, kurz vor Abschluss der Reihe, dann nochmal den großen Spielfilm von Oliver Stone über Snowden zeigen. Also zwei sehr interessante Ansätze und das ist natürlich für Sie besonders empfehlenswert. Und die ganze Veranstaltung ist diesmal eingerahmt von zwei großartigen Podiumsdiskussionen. Die eine war schon großartig, die hat stattgefunden und die andere, die wird sicher sehr interessant werden und da möchte ich Sie natürlich auch besonders darauf aufmerksam machen. Die ist auch sehr hochrangig besucht, die Präsidentin des Amtes für Verfassungsschutz Baden-Württembergs wird da anwesend sein und der Beauftragte für Datenschutz Baden-Württemberg auf dem Podium sein, neben anderen noch und dies wird eine sehr spannende Diskussion natürlich werden. Ja, und hier im ZKM darf man natürlich nicht zu vergessen zu erwarten, dass das schon von 9/11 konzipiert und dann genau im Jahr 2001 die passende Ausstellung kam, Control Space, eine Ausstellung, an der man sehen kann, dass dieses Thema damals schon in vielfacher Weise in der Luft lag, schon seit langer Zeit in der Luft lag. Und das hängt auch damit zusammen, dass zu dieser Zeit die Nachwirkungen des Watergate-Skandals, die ja zu einer Einschränkung von geheimdienstlichen Übergriffen eine Zeit lang geführt hatte in den USA und dann wieder soweit verarbeitet und vergessen waren, dass neue Politiker wieder mit neuen Energie an Überwachungstätigkeiten gegangen sind. Aber auch natürlich hängt es damit zusammen, dass neue Technologien vor allem in der Informationstechnologie, wieder ganz neue und sehr erschreckende Möglichkeiten eröffnet haben. Surveillance Societies ist etwas, was eine NGO, also eine Nichtregierungsorganisation, Privacy International, seit einiger Zeit untersucht. Und hier sehen Sie also, je röter es wird, desto mehr geht es in Richtung einer Überwachungsgesellschaft. Und Sie sehen hier im Vergleich von 2006 zu 2007, dass die Tendenz hier nach Analyse dieser Organisation zunehmend ist. Global zunehmend ist, nicht nur in den USA, auch in anderen Gesellschaften. Hitchcock schauen wir uns dann nachher mal an. Ich möchte jetzt nochmal schnell, ehe ich zu den Filmen dann komme, zu der Filmgeschichte komme, die Medien ins Auge fassen. Ich habe ja auch etwas der Mediengeschichte der Überwachung angekündigt. Die ursprünglichen Organe, die dazu dienen, Auge und Ohr natürlich, nicht? Die führen dann dazu, dass man als Spion dann direkt vor Ort sein muss. Heute ist das mit Mitteln der Telekommunikation ja bekanntlich nicht mehr nötig. Kann man also auch aus der Entfernung spähen. Nicht mehr muss man sich anschleichen wie Old Shatterhand an seine Feinde. Und diese Technikentwicklung, die hat natürlich stark zugenommen mit der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert, aber natürlich ist die Überwachung, wie ich schon gesagt habe, eigentlich ein uraltes Thema. Und eine ganz neue Qualität ist dann mit der Digitalisierung aufgekommen, mit den Informationstechnologien, die natürlich diese verschiedenen disparaten Technologien des 19. Jahrhunderts dann nochmal zusammenfassen und bündeln und auch gefährlicher machen. Ja, Susanna im Bade, eine Geschichte aus der Bibel, nicht? Und aus der babylonischen Gefangenschaft, eine Geschichte, die also in Babylon spielt, nicht? Das ist eigentlich vordergründig die Geschichte des Voyeurismus und hintergründig natürlich ein Justizskandal, nicht? Denn diese Voyeure, die hier die Frau beobachten, sind ja Richter. Und sie versuchen dann aufgrund ihrer Position als Richter, sie dann, weil sie ihren Avancen nicht nachkommen möchte, in einem Prozess zu ruinieren. Also auch hier sehen Sie, das ist nicht nur ein rein privater Voyeurismus, sondern das ist etwas, was eine
juristische und natürlich damit auch eine politische und eine öffentliche Dimension hat, diese Geschichte. Und die andere Geschichte, die wir da finden, die von David und Bathseba, die ist natürlich noch politischer aufgeladen, denn hier ist es ja der König selber, David, der hier die Frau eines seiner militärischen Führer beobachtet und sie sich dann verschafft, indem er seinen Konkurrenten, seinen Nebenbuhler, den Ehemann dann in den Tod schickt in einem Krieg. Also auch hier Machtmissbrauch, eine Geschichte des Machtmissbrauchs, die hier wieder mit dem sexuellen Übergriff verbunden ist. Und Davids Geschichte, die Geschichte von David ist noch auch an einem anderen Grund interessant. Er hat hier eine Volkszählung durchgeführt und wurde dann von Gott durch die Pest bestraft. Ja? Das ist eine Geschichte, die insofern interessant ist, dass hier die Volkszählung, eine Volkszählung also auch als etwas gezeigt wird, das gegen göttliches Recht verstößt. Die Römer haben das ja bekanntlich auch gemacht in dem Zensus, nicht? Der Zensor, der war dafür zuständig, die Truppen zu zählen, aber auch die Einkommen der Bürger einzuschätzen und sie so verschiedenen Wahlklassen zuzuweisen. Je mehr Geld man hatte, desto mehr politische Macht hatte man in diesem System, nicht? Und dieses System war dann sehr legitim, auch dadurch, dass damit ein religiöser Ritus verbunden war, nämlich die Reinigung des Heeres und die Reinigung des Volkes von Blut durch ein Tieropfer. Nicht? Also das eine Blut hat das andere abgewaschen. Also der Zensus, nicht, ist also eine der frühen Formen der legitimen Überwachung. Nicht? Und diesen Ausdruck haben wir ja noch in solchen Ausdrücken wie Mikrozensus, nicht, im Deutschen, und Zensus und die letzte Volkszählung, die erinnern Sie sich vielleicht noch, ist ja sehr turbulent gelaufen. Da sehen Sie hier auf dem Foto unten da die Berliner Mauer, an der protestierende Bürger die Fragebögen hingeklebt haben und als Ausdruck des Boykotts dieser Volkszählung 1987. Das kann mit der digitalen Technik natürlich ganz neue Formen annehmen, nicht? Wenn man also ein digitales Punktesystem einführt, wie das zum Beispiel China jetzt gerade betreibt in der Testphase, dann kann man so ihr politisches oder ihr staatsbürgerliches Wohlverhalten beurteilen und aber auch sanktionieren. Und das sind natürlich dann sehr, sehr bedenkliche Entwicklungen, die wieder in Richtung einer verschärften Big Brother-Gesellschaft gehen. Ich möchte jetzt nochmal einen kurzen, abschließend hier von dem ersten Teil einen kurzen historischen Exkurs machen, da wir gerade bei China sind. Die erste massive Bücherverbrennung und Verfolgung von Intellektuellen, also die Tötung von Intellektuellen, die in diesem Fall lebendig begraben wurden, die fanden schon unter der ersten Dynastie statt, unter dem legendären Kaiser Qin, der das veranstaltet hat, um missliebige politische Meinungen zu unterdrücken. In dem Fall der Gelehrten spielte noch etwas anderes eine Rolle. Dieser Kaiser hatte nämlich den Wunsch, da er jetzt so mächtig war und als erster alle diese chinesischen Teilreiche unter einer Zentralherrschaft vereint hatte, wollte er ewig leben. Ein Wunsch, den viele Machthaber heute ja auch haben, nicht? Und Intellektuelle auch. Nicht? Und er hat dann Gelehrte darauf angesetzt, die ihn dann natürlich muss man sagen, denn der Tod ist nun mal natürlich, dann enttäuschen mussten. Und dafür ließ er sie lebendig begraben. Also radikale Maßnahmen schon hier. Überwachung, ein ganz konkreter, interessanter Fall, das haben Sie vielleicht gehört, die katilinarische Verschwörung 63 vor Christus, die von Cicero aufgedeckt wurde. Und aufgedeckt hat er sie, indem er Spione hatte unter den Verschwörern, aber auch dadurch, dass er einen Brief abgefangen hat, den die Verschwörer geschrieben haben. Und durch diesen Brief ist das dann aktenkundig gemacht worden, dass es tatsächlich eine gefährliche Verschwörung war. Und die Verschwörer wurden daraufhin durch diese Beschlagnahmung des Briefes ausgelöst, am selben Tag noch verhaftet und hingerichtet. Etwas, was in dieser Control Space-Ausstellung sehr deutlich hervorgehoben war, ein Gedanke von Foucault, das Panoptikum,
als ein Instrument der Überwachungsgesellschaft. Das ist also eine besondere Architektur eines Gefängnisses von Jeremy Bentham, einem englischen Aufklärer, erfunden, erdacht worden. Hier ein Beispiel aus den USA. Und dieses Panoptikum, nicht? Also man kann alles sehen. Man kann also aus dieser mittleren Position in alle Zellen reinschauen, wenn man will. Und man hat also auf diese Weise alles unter Kontrolle. Von daher wird heute auch bei Überwachungsstaaten von dem Panoptikum-Staat geredet, in Anlehnung an diese Theorie. Und das ist natürlich einer der auf dieser Albträume der Vernunft, von die Goya hier in seinem Werk hier so schön, so treffend dargestellt hat. Nicht? Also Aufklärung und Horror liegen eng zusammen, denn Sie dürfen nicht vergessen, das ist natürlich hier eine klassische aufgeklärte Architektur. Und Foucault hat das sehr schön thematisiert, dass also der moderne Staat dazu neigt, zu einem Überwachungs- und Überprüfungs- und Disziplinarstaat zu werden, in verschiedenen Bereichen des Lebens, und er hat es an Architekturen, in Fabriken, in Schulen, Kasernen, Krankenhäusern untersucht und hat dann zu der Schlussfolgerung gefunden, ja, sie alle gleichen ja in verschiedener Weise Gefängnissen. Nicht? Also wie sehr leben wir in Gefängnissen? Hier nochmal ein paar Beispiele dazu. Nicht? Also sehen Sie hier, das ist sehr hübsch, nicht? Links da. Das wäre also die Form eines Vortrages, nicht? Wo Sie also alle in so einem Kabäuschen eingesperrt sind, dann können Sie auch nicht weglaufen, nicht? Vorzeitig, und können auch nicht schwer nur mit Tomaten werfen. Das wäre also so eine Situation eines Zwangshörsaals. Nicht? Und die Idee dahinter ist, dass das Bäumchen, das nicht gerade gewachsen ist, jetzt wieder gerade gerichtet werden soll. Nicht? Also Sie sehen, ein regulatorischer Anspruch. Ja, Mediengeschichte der Überwachung, ich will sie natürlich nicht erschöpfend behandeln, sondern nur ein paar interessante Fälle aufdecken. Das berühmte Zimmermann-Telegramm. Zimmermann, ein deutscher Staatssekretär im Außenministerium, Auswärtigem Amt, hat ein verschlüsseltes Telegramm geschickt mit dem Ziel, der mexikanischen Regierung das Angebot zu machen, dass sie mit Deutschland in den Ersten Weltkrieg eintreten sollen und dann mit amerikanischen Provinzen Arizona und Texas belohnt werden sollen. Das wurde von den Briten abgefangen und entschlüsselt und war mit ein Grund dafür, dass die USA dann in den Ersten Weltkrieg eingetreten sind. Diese Entschlüsselung eines Telegramms, also der Telegraph, und das Telefon, dann das nächste Medium, das sich angeboten hat, denn da gab es ja das Fräulein vom Amt, ja, und das Fräulein vom Amt, das hat eigentlich von Amts wegen immer mitgehört, denn das Fräulein vom Amt war ja dafür zuständig, die Gespräche manuell herzustellen, nicht? Und das hat sie also so gemacht. Ich will Ihnen gerade da mal ein schönes Beispiel eines Fräuleins vom Amt zeigen, um jetzt mal Ihnen endlich einen Film zeigen zu können. Das ist ein Hitchcock-Film, der heißt Lockere Moral, Easy Virtue. Sehen Sie, das ist eine schöne Szene hier in Frankreich an der Côte d'Azur. Also ein klassischer Liebesantrag. Natürlich ist er nicht ganz so klassisch bei Hitchcock. Ein schöner Film nach einem Bühnenstück von Noel Coward. Und dieses Angebot verlangt erstmal Bedenkzeit. Die Antwort soll dann telefonisch erfolgen. Ja? Und um jetzt mal das weiterzutreiben, müssen wir den Kuss leider abbrechen. Die nächste Szene, dann ist dann natürlich dieses Telefongespräch. Und das ist von Hitchcock auf eine ganz bemerkenswerte Weise dargestellt worden. Nämlich auf eine indirekte Weise. Wir werden gleich sehen, wie das hier dann ausgeht. Nicht? Also während der Abend verstrich, ließ Johns Geduld nach, bis,
Und jetzt sehen Sie das Fräulein vom Amt. Die hier die Telefonverbindungen, Steckverbindungen herstellt. Nicht? Und jetzt schauen Sie, was, wie sich das entwickelt. Wir wissen ja, worum es geht. Nicht? Und wir sehen jetzt an, an ihrer Reaktion, wie sie emotional in diese Szene einsteigt. Ja, das erzählt uns alles, nicht? Also wunderbar, wie Hitchcock hier diese Sache ohne Worte eigentlich, ja, und jetzt ist die Gute hier schon verheiratet. Nicht? Und das Telefon heute, nicht hier, das ist ein Beispiel aus den USA, nicht? This phone is tapped. Das ist gut, aber natürlich gibt es ja immer weniger davon. Mit der technischen Entwicklung kommen dann auch die Fantasien in Gang. Einer der frühen Visionäre war Georges Méliès, der hier die Long Distance Wireless Photography erfunden hat. Das war der Titel seines Films in den USA, wo sein Bruder eine eigene Verleihfirma betrieben hat, der wir es verdanken, dass diese Filme noch erhalten sind, denn in Frankreich wurden sie leider alle vernichtet dann, als ein Konkurrent das Studio von Méliès aufgekauft hat. Die amerikanischen Filme, die sind noch erhalten, deswegen haben wir die jetzt hier mit den englischen Titeln. Ich zeige Ihnen den jetzt nicht, das würde uns zu weit wegführen, aber hier geht es jetzt schon um eine sehr fortschrittliche Technologie, nämlich um die drahtlose Fotografie, also um die Übertragung von Bildern, also eine Form des Fernsehens, wenn Sie so wollen. Ja, schauen wir uns mal die Filmgeschichte an. Fangen wir mit einem bekannten Film an von Fritz Lang, Metropolis. Hierbei geht es jetzt glücklicherweise ein bisschen schneller. Metropolis 1927 war ja einer der großen Science-Fiction-Filme, mit denen Sie heute auch noch das Kino füllen können. Nicht, weil er so eine tolle, interessante Handlung hätte, sondern weil er so eine starke Bildsprache entwickelt hat. Und in Metropolis sehen wir unter anderem auch dieses Instrument hier. Ja, also ein Bildtelefon, das hier dazu dient, Befehle an die Untergebenen zu übermitteln. Einen seltsamen Befehl, nämlich hier den Revolutionären, den Maschinenstürmern den Weg frei zu machen. Also offensichtlich hier ein von oben inszenierter Maschinensturm, mit dem wir es bei Metropolis zu tun haben, einer der faszinierenden Aspekte dieses Films. Und schauen wir gerade noch mal ein bisschen, da wir gerade dabei sind, in diese Unternehmerzentrale rein. Das ist ein interessanter Aspekt an Metropolis ist unter anderem, dass es da keine Staatsmacht gibt, sondern diese Stadt wird gelenkt von einem Unternehmer,
nicht, das, den wir gerade hier gesehen haben, nicht, der in dem neuen Turm Babel residiert. Und werfen wir gerade mal einen Blick in sein Büro. Da sehen wir also auch sehr faszinierende Technik schon. Ja, nicht hier sehen Sie einen beständigen Fluss von Informationen in diesem Büro. Nicht da hinten im Hintergrund ist so eine Art Börsenticker zu sehen. Der Herr von Metropolis, nicht der Großunternehmer, der lässt Informationen an seine Untergebenen ausgehen, die das eifrig mitschreiben und kaum noch nachkommen. Also hier der beständige Informationsfluss. Und zum anderen sehen Sie dann hier das interessante Instrument, das sich Fritz Lang ausgedacht hat. Das ist hier dieses Kontrollpult. Also das ist hier tatsächlich eine technische Steuerzentrale geworden hier mit modernster Bürotechnologie. Und das Bildtelefon haben wir jetzt schon gesehen, das dann auch noch eine Rolle spielt. Aber hier werden natürlich auch Leute gelenkt und gesteuert. Und interessant ist, dass dann hier der Blick nach außen über die Stadt, dass der dann verdunkelt wird, wenn jetzt hier ein Vertreter der Arbeiterschaft kommt. Hier ist er noch nicht, das ist einer der Angestellten, aber hier kommt dann der Vorarbeiter gleich rein. Der Vorarbeiter hat gar kein Recht, diese Stadt an sich zu sehen, sondern sein Blick wird reduziert auf die Maschinenwelt. Fritz Lang also hat hier schon ganz faszinierende Gedanken aufgegriffen. Ganz ähnlich übrigens Chaplin ein paar Jahre später, 1935, Modern Times. Und da sehen wir auch wieder ein Büro, diesmal ein Büro nicht in der Zukunftsstadt Metropolis, sondern in den USA. Und hier sehen wir die unternehmerische Tätigkeit, die aus Zeitvertreib besteht, nicht hier die Funny Pages, nicht die Sonntagsbeilagen und natürlich die Stresspillen, nicht? Alles das. Und dann kommt hier das ins Bild. Ja, nicht? Hier sehen wir also schon jetzt den überwachenden Blick. Nicht? Hier zappt der Direktor durch die Bilder seiner Fabrik. Section 5, speed her up, 4-1. Ja, also da wird kontrolliert und da werden Anweisungen gegeben. Und bei dieser Art der Überwachung hat Chaplin das auch wunderschön noch weitergeführt. Das geht dann bis in die Details. Warten Sie mal, hier haben wir dann. So, und jetzt kommt hier dieses Instrument ins Blickfeld. Das ist eine der berühmten Stechuhren. Wie gesagt, IBM war da einer der großen frühen Produzenten.
diese Maschinen, nicht? Stechuhren natürlich dienen dazu, die Arbeitszeit zu verwalten. Ja, das kennen wir ja heute auch. Heute gibt es die in elektronischer Form schon überall. Nicht? Letzten Endes ist das natürlich, bringt es wunderbar zum Ausdruck, was eigentlich das bedeutet. Es bedeutet nichts anderes, als dass hier ihre Lebenszeit in Anspruch genommen und kontrolliert wird. Nicht? Also die wird ihnen komplett, sie werden komplett enteignet. Also diese Zeit des Lebens, die gehört jetzt jemand anderen und jemand anderes verwaltet es, verfügt darüber. Und wenn sie Glück haben, kriegen sie dann ein bisschen Geld dafür. Hier wird also, ist also hier die Stechuhr zu sehen. Und dann gleich. Hey! Quit stalling, get back to work. Go on. Ja, hier sehen wir also den großen Bruder, nicht den Unternehmer als großen Bruder, der bis in die Klos hinein die Arbeitszeit seiner Arbeiter da überwacht. Nicht? Zu Chaplin werden wir nochmal zurückkommen, aber ich möchte erst nochmal ein bisschen in Deutschland bleiben. Und Ihnen nochmal Fritz Lang zeigen. Fritz Lang ist einer der bedeutendsten Regisseure aller Zeiten gewesen, einer der bildgewaltigsten und einer, der die Bildsprache am konsequentesten beherrscht hat. Hitchcock hat sich ja immer sehr bewundernd über ihn geäußert. Hier sehen Sie so ein bisschen sein Programm in der Weimarer Zeit, das war die Zeit seiner großen Filme wie Metropolis und die Nibelungen und andere auch. Einer seiner interessantesten Filme ist der Film M, mit dem schönen Titel M, sehr, sehr kurz und bündig. Eine Stadt sucht einen Mörder, wird das oft auch untertitelt. Aber eigentlich sollte dieser Film nur M heißen. Diese Filme, die spielen hauptsächlich in dieser Zeit in einer Gegenwart und auch Metropolis natürlich ist ein, wieder wie jede gute Science Fiction, ein Film, der über die Gegenwart natürlich etwas aussagen soll, nämlich über die Konflikt zwischen oben und unten, zwischen den Arbeitenden und den herrschenden, regulierenden. Und alles in allem, Fritz Lang ja in Wien geboren, hat hier so etwas wie eine Ethnographie Deutschlands in seinen Filmen aufgegriffen und am besten ist ihm das vielleicht in diesem Film M gelungen. Eine Stadt sucht einen Mörder, tatsächlich geht es darum, um einen Fall von Kindermord und der Kindermörder wird parallel von den Angehörigen der organisierten Kriminalität und von den Justizorganen gesucht. Da sehen wir dann hier auch zum ersten Mal sehr ausführlich dargestellt die Ermittlungsmethoden der Polizei damals. Lang hat das sehr genau recherchiert, er ist also da auch zum Polizeipräsidium in Berlin am Alexanderplatz gegangen und er hat da auch Bekanntschaft gemacht mit dem damals legendären Kriminalkommissar Ernst Gennert und seinen Mitarbeitern. Gennert ist derjenige gewesen, der moderne wissenschaftliche Methoden eingeführt hat, aber auch derjenige, der als erster eine sogenannte Mörderkartei angelegt hat, also systematisch Daten gesammelt hat, Akten gesammelt hat, um auf diese Weise auch die Information zu bekommen, die er für die Aufklärung von Verbrechen brauchte. Und da war er sehr effektiv. Er hatte also Aufklärungsraten, wie man dann errechnet hat, die heutige zum Teil noch übertreffen. Nein, die Arbeit am Tatort. Da wird zum Beispiel hinter einem Zaun in einem Gebüsch eine kleine, weiße, zerknüllte Papiertüte gefunden. Anscheinend war sie früher mit billigem Konfekt gefüllt.
In der äußersten Ecke finden sich noch winzige Splitterchen von Fruchtbonbons und einige Körnchen von bunten Streuzucker. Wir haben in einem Umkreis von 2 Kilometern in jeder Konditorei, in jedem kleinsten Kolonialwarengeschäft nach dem Ursprung dieser Tüte geforscht. Umsonst. Mit jedem Tag erweitern wir das Fahndungsgebiet. Aber natürlich kann sich niemand nach so langer Zeit an irgendetwas erinnern, dass eine verfolgbare Spur ergeben könnte. Trotz aller dieser negativen Resultate sind wir gezwungen, weiter zu forschen, weiter zu eruieren, immer ins Ungewisse hinein, zunächst ohne Aussicht auf einen wirklichen Erfolg, der uns dem Ziele auch nur um einen Schritt näher bringen könnte. Unsere Leute setzen... Was nützt mir das alles? Herr Polizeipräsident, dass Sie nicht faulenzen, das weiß ich. Aber damit schaffen wir die Tatsache nicht aus der Welt, dass ein unbekannter Mörder 4,5 Millionen Menschen terrorisiert. Ja, und das ist das Stichwort bei diesem Film, das uns heute natürlich sehr geläufig ist. Ja. Hier auf einen Mörder, auf einen Kindermörder angewendet. Ansonsten ist natürlich das Thema der Terrorisieren der Bevölkerung in demokratischen Staaten natürlich immer ein Politikum. Und für Politiker immer ein Grund, nervös zu werden, beziehungsweise das auch auszunutzen, um ihre politischen Ziele voranzutreiben. Auch darum geht es hier schon in diesem Film, der die... Ja, Fritz Lang hat das so ausgedrückt. Es ist der Film, der seine politische Bewusstwerdung eingeleitet hat. Ab diesem Film macht er dann eine ganze Reihe von sehr sozialkritischen Filmen. Auch seine Anti-Nazi-Filme in den USA gehören dann auch noch dazu. Und was dazu geführt hat, das erzählt er, hat er immer wieder erzählt in einer Anekdote, die auch Siegfried Krakauer in seinem Caligari-Buch wiedergibt. Er hat erlebt, dass ein Studio-Manager in Berlin ihm das Studio nicht vermitteln wollte, weil er einen Film drehte mit dem Arbeitstitel "Die Mörder sind unter uns". Und da hat er sich gefragt, warum werden die mir das Studio nicht geben, wenn ich einen Krimi mache? Und dann hat er ihn gefragt, warum denn? Es geht doch um Kindermörder. Und dann sagte der, ach so, ja dann kriegst du das natürlich. Und dabei hatte er festgestellt, ja lang, dass dieser Studiomanager ein Parteiabzeichen der Nazis unter seinem Kragenaufschlag trug. Und an diesem Moment, so erzählte er Krakauer, sei er politisch mündig geworden. Und hat gemerkt, dass also die Mörder unter uns dann natürlich auch die Nazis sein können. In seinem nächsten Film wird er das dann sogar ausdrücklich thematisieren. Den müssen Sie sich unbedingt mal anschauen, das Testament des Dr. Mabuse. Da wird auch das System des Terrors sehr genau beschrieben. Nicht? Also in jedem Seminar über Terror dürfte dieser Film eigentlich nicht fehlen. Das ist die Terrorisierung von Bevölkerung zwecks der Verunsicherung und Errichtung einer absoluten Herrschaft. Der Film wurde von Goebbels natürlich sofort verboten. Ja, in diesem Film hier, also diesen Film haben wir in unsere Filmreihe deswegen aufgenommen, und es ist auch das älteste historische Beispiel, mit dem wir die Filmreihe dann eingeleitet haben, weil hier zwei interessante Systeme gegenübergestellt werden. Einmal das System der Rasterfahndung, das man ja seit den Zeiten von Horst Herold in der Bundesrepublik ja genau kennengelernt hat, und zum anderen das etwas ältere System des Blockwarts, das die Nazis ja schon eingeführt hatten. Und diese beiden Überwachungsstrategien, die werden hier von den beiden konkurrierenden Organisationen, die zeitgleich nach dem Mörder suchen, angewendet. Und man kann sich dann fragen, wer ist effektiver, wer kommt schneller ans Ziel, nicht das Blockwart-System oder das Rasterfahndungssystem. Schauen wir uns das gerade mal an, wie sich das hier darstellt. Es gäbe vielleicht noch einen Weg. Über die als Täter in Betracht kommende Person ist zweifellos irgendwo bereits Material vorhanden. Er ist doch sicher als ein schwer pathologischer Mensch schon einmal mit den Behörden im allgemeinen Sinn in Berührung gekommen. Darum müssen
Alle Fürsorgeanstalten, Gefängnisse, Nervenkliniken und Irrenanstalten zu schärfster Mitarbeit angeregt werden. Ja, richtig. Speziell über die Leute müssen wir Auskunft bekommen, die als harmlos entlassen wurden, die ihrer ganzen Veranlagung nach aber mit dem Mörder identisch sein könnten. Wir müssen die Stadt mit einem Netz von Spitzeln überziehen. Nee, das war also das eine System. Hier werden also systematisch Akten gesammelt und ausgewertet. Das ist das Prinzip der Rasterfahndung. Alle Informationen werden zusammengetragen und dann nach einem bestimmten Raster eben, nicht, also hier pathologisch und so weiter, was hier genannt wurde, dann untersucht. Nicht? Und hier ist jetzt das andere System. Wir haben schon gehört, ein Netz von Spitzeln. Jeder Quadratmeter muss unter ständiger Kontrolle stehen. Kein Kind dieser Stadt darf einen Schritt tun, von dem wir nichts wissen. Ja gut, aber wie? Wer? Es müssen Menschen sein, die überall hinkommen, ohne Aufsehen zu erregen. Die jedem auf der Straße nachgehen können, ohne aufzufallen. Die jedem Kind in jedes Haus folgen können, ohne Misstrauen zu erwecken. Mit einem Wort, Menschen, die unmöglichen Verdacht des Mörders erregen können. Wer, wer? Aber solche gibt's doch gar nicht. Ja, wer kann denn da? Wer? Wer? Die Bettler. Die Organisation der Bettler. Ja, und das zeigt er uns dann. Ne? Also hier ist also das System des Blockwarts noch, beruht es auf Diskretion. Man soll also das nicht merken, es sollen unauffällige Leute sein. Bei den Nazis ist ja das Blockwart-System, hat es ja ganz in entgegengesetzter Richtung funktioniert. Dieser Blockwart hat sich ja, hat ja das Recht auf eine hübsche Uniform gehabt und die hat er natürlich dann auch getragen und er musste natürlich präsent sein, um auf diese Weise die Präsenz des alles kontrollierenden totalitären Staates nochmal zu unterstreichen. Also Sie sehen, es gibt hier auch wieder interessante Vergleichsmöglichkeiten in historischen Systemen, einem historischen System und hier einem fiktiven System, das hier aber natürlich sehr gut ausgedacht worden ist. Wir machen nochmal einen Sprung in die USA, in die, einen historischen Sprung vorwärts jetzt, in die Zeit des McCarthyismus. Und wir schauen uns hier nochmal Chaplin an. So rum, nicht? Und Chaplin war ja ein prominentes Opfer der antikommunistischen Hexenjagd in den USA. Man könnte auch sagen, es ist eine extreme politische Paranoia gewesen. Er wurde also durch Intrigen des Justizministeriums und des FBI dann aus dem Land vertrieben, ist in die Schweiz ins Exil gegangen zu dieser Zeit und hat aber dann in Großbritannien noch einen Film gesehen, den viele noch nicht gesehen haben. Falls Sie ihn noch nicht gesehen haben, holen Sie das unbedingt mal nach. Es ist einer der genialsten Filme und auch einer der, gehört in diese Reihe der politisch bewussten Filme Chaplins, die ja mit moderne Zeiten angefangen haben, moderne Zeiten, der große Diktator. Und auch Ein König in New York, A King in New York aus dem Jahr 1957. Hier spielt Chaplin einen exilierten europäischen Monarchen, der in die USA flieht, in das Land der Freiheit und der unbegrenzten Möglichkeiten und der da versucht, seine Pläne zur friedlichen Nutzung von Atomenergie voranzutreiben und dann aber in Konflikt mit den Behörden gerät, weil er in das Visier der Kommunistenparanoia gerät. Hier besucht er eine Reformschule und der junge Mann da vorne, das ist sein Sohn, ja, der das hier ganz hübsch spielt. This, Your Majesty, is Rupert, our young editor. How do you do, Rupert? How do you do? Sit down. And what's that you're reading? Karl Marx. Surely you're not a communist. Do I have to be a communist to read Karl Marx? Rupert. That's a valid answer. Well, if you're not a communist, what are you? Nothing. Nothing? I dislike all forms of government. But somebody must rule. And I don't like the word rule. Well, if we don't like the word rule, let's call it leadership. Leadership in government is political power, and political power is an official form of antagonizing the people. What magazine did you say he edits? A commentary on current events. Pardon me, Ambassador. But
My dear young man, politics are necessary. Politics are rules imposed upon the people. In this country, rules are not imposed. They are the wish of all free citizens. Travel around a bit, then you'll see how free they are. Ja, und dieser feurige junge Amerikaner, mit dem hier der exilierte König Bekanntschaft schließt, dem begegnet er noch öfters im Film, stellt sich vor, dass er ein nonkonformistischer, von nonkonformistischen schottischen Eltern abstammt, die dann von diesem McCarthy-Ausschuss, von diesem House of Un-American Activities-Ausschuss verurteilt werden. Und dann landet er auf der Straße und wird von dem König dann kurzzeitig mal aufgenommen, ausgerechnet da, wo die Atomkommission ihm einen Besuch abstatten will. Und das führt dann zu einer fatalen Begegnung. Die möchte ich Ihnen hier gerne auch noch zeigen. Well, Your Highness, is this your first visit to our country? Oh no. Ja, der ist jetzt aufgestiegen, nicht als der Neffe des Königs, hat er sich getarnt, um nicht Aufmerksamkeit beim Hotelpersonal zu erregen, nicht Misstrauen zu erregen. Daher jetzt also Your Highness. I've been here a long time, practically all my life. Is that so? Sounds like a real American boy, don't he? He sure does. Do you go to school here? Yeah, Brooklyn. Brooklyn? So your daddy wants you to have an American education? Well, you see, my father don't believe in this king business, so he changed his name and came to live in Brooklyn. That's where he met my mother. She didn't know he was a prince. She just thought he was an ordinary immigrant. But she loved him, so she married him. That's how I was born. That's how the king became my uncle. But my uncle don't speak to my father because they always argue and quarrel. At one time, they were going to fight a duel. That's why my father came to America, to give air and sunlight to his thoughts. The land of the free and the home of the brave was his inspirations. But today, that freedom is threatened. Committees are searching men's minds, are controlling their thoughts, and those who have the courage to stand up for their rights are boycotted, lose their jobs, and are left to starve. Say, what the... They are condemned without trial. Look here, young man. Such procedure debases the legality of our courts, which says that no state may deprive any person of life, liberty, freedom of speech without due process of law. This will about fit him, don't you think? Ja, und der arme König, der ist doch noch weit weg. Schauen Sie gerade mal. Scandalous! Outrageous! These investigations, sir, are necessary when our security is threatened. With the hydrogen bomb, you have no security. Why, that's communist talk. Only with world cooperation and understanding are we secure. If you were older, sir, I'd report you to the authorities. All right, report me. Make me give names. Make a sniveling stool pigeon out of me. Brainwash me, but you can't. They couldn't brainwash the signers of the Declaration of Independence. And you can't brainwash me. Nobody wants to brainwash you. Enough! Ja, also eine wunderschöne Szenerie, in der Chaplin sehr viel an Wahrheiten über diese Zeit dann in den Mund seines Sohnes legt, hier, nicht, der eigentlich hier das politische Bewusstsein repräsentiert. Und dieser Film ist in den USA dann ja nicht verboten gewesen, denn da ist ja keine Zensur, aber der wurde einfach nicht gezeigt. Es hat sich kein Verleih gefunden und der Film wurde erst gezeigt, nachdem 20 Jahre später Chaplin wieder den Ehren-Oscar Empfang nehmen durfte in Hollywood. Und dafür wurde er dann mit einem kurzfristigen Sondervisum da dann eingeladen. Man hat ihm ein richtiges Visum hat man ihm nicht mehr gegeben. Er ist dann auch wieder ins Exil zurückgekehrt. Und der Film ist also erst in den 70er Jahren dann in die Kinos gekommen und auch in Deutschland erst, nicht als treuer Diener. Das Big Brother hat natürlich auch, ist in Deutschland auch dieser Film nicht gezeigt worden, sondern auch erst in den 70er Jahren, dann war er sehr beliebt. Ja, eine ganz andere Perspektive auf die Ära McCarthys hat dann Clint Eastwood geworfen mit dem Film J. Edgar
einer Biografie des FBI-Chefs J. Edgar Hoover. Und das ist auch ein sehr bemerkenswerter politischer Film von Eastwood, der ja für seine republikanerfreundliche Haltung ja bei Wahlen bekannt ist, der aber nicht in seinen Filmen auch sehr oft sehr kritisch sich geäußert hat. Hier sehen Sie den jungen Hoover mit seiner jungen Sekretärin am Anfang seiner Karriere. Und das ist sehr interessant, wie hier seine Karriere beginnt, in der Kongressbibliothek. Also, Sie sehen das System, das dazu führt, Bücher in Bibliotheken wieder aufzufinden. Das kann man natürlich wunderbar anwenden, um Menschen wieder aufzufinden. Und das ist der Anfang der Karteien, nicht die berühmte FBI-Kartei, die natürlich und die Akten von Hoover, in denen er natürlich dann auch belastendes Material über Politiker und Präsidenten gesammelt hat, was es ihm erlaubte, bis zu seinem Tod im Amt zu bleiben. Ein absoluter Einzelfall, nicht, in der Geschichte, nicht, also die FBI als FBI-Chef lange über die Pensionsgrenze. Johnson, ne? Johnson hat ihn dann zum FBI-Chef auf Lebenszeit gemacht, zu guter Letzt noch. Und 1972 ist er gestorben, gerade kurz vor der Watergate-Affäre. Das hat dann im Grunde genommen eine interessante Konstellation erlaubt, dass nämlich der nachfolgende Deputy Director des FBI, von dem wir ja heute wissen, dass er der Hauptinformant der Washington Post war, nachrücken konnte an eine entscheidende Schaltstelle der Behörde, sodass er tatsächlich Informationen über alles, was mit Watergate zusammenhing, auf dem Schreibtisch hatte. Ja, Hoover also ist hier noch ganz harmlos in der Bibliothek zu sehen, aber er hat hier schon große Gedanken, nämlich Karteien von allen Bürgern anzulegen im Staat. Und dieses geht dann sehr viel weiter. Und wie wir wissen, ist ja das FBI schon sehr früh damit beschäftigt gewesen, die Bürger auch politisch zu überwachen und sogar mit anderen illegalen Operationen. COINTEL Pro war ja so ein Counterintelligence Program, mit dem Hoover versuchte, die verschiedenen Angehörige der Bürgerrechtsbewegungen und der Friedensbewegungen in den 60er Jahren zu diskreditieren. Und wenn nicht Schlimmeres noch, zu kriminalisieren etc. Und auch das wird hier im Film in verschiedener Weise angedeutet. Ich kann Ihnen jetzt hier nur noch ein Beispiel nennen. And then did you show him the transcript? No. Hier sehen Sie ihn also auf der Höhe schon seiner Macht unter Roosevelt. He didn't want to read it. That was unique. He wanted me to tell him about it. What happened? Came across it? No, I explained to him up front we never expected to find Mrs. Roosevelt in the bedroom of a known communist agitator, much less having what sounded like an intimate moment, that I needed his advice on how to proceed. I wanted to let him know he had an ally. Before he had a chance to ask you to resign. Exactly. When I was finished, he simply pushed the file aside as if he was unconcerned with it. Clyde, the President of the United States is afraid. He's afraid of you? Of a potential invasion from abroad. We'll have two glasses of your finest champagne. Of course, Mr. Hoover. You're drinking now? We're celebrating, Clyde, we're celebrating. You know, I feel I could trust you with anything, right? Well, I'd like to think so. The President signed a secret order granting me increased power of surveillance, secret surveillance of communists and radicals without warrant. Is that legal? Sometimes you need to bend the rules a little in order to keep your country safe, right?
Ja, nicht? Sie sehen also, das ist einer der Ursprünge dieser FBI-Macht und dieser Überwachungsmacht durch das FBI unter Hoover, die dann ja auch sehr unangenehme Züge angenommen hat in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als Roosevelt gestorben war und unter seinem Nachfolger. Da wurden dann ja auch diese Geheimdienste gegründet, CIA, NSA sind nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet worden und diese Kommunisten-Paranoia hat dann eben auch durch Hoover sehr starke Züge angenommen. Man müsste eigentlich historisch gesehen eher von Hooverism als von McCarthyism reden bei dieser Epoche der zweiten Hälfte der 40er und der 50er Jahre. Nicht, die Berufsverbote, alles das, das sind Akten des FBI gewesen. Und im Fall von Chaplin wurde das ja von den Biografen von Chaplin untersucht, dass sich das FBI da auch systematisch der Klatsch- und Tratschpresse bedient hat, um da Verdacht in die Welt zu setzen und Leute zu diskreditieren, die dann in den USA, in Hollywood ja, vielfach mit Berufsverboten belegt worden sind. Watergate, den Film haben wir ja gezeigt, den werde ich jetzt nicht wiederholen. Ich werde Ihnen lieber noch einen Ausschnitt zeigen aus einem, den wir nicht im Programm mehr unterbringen konnten. Ist ja ohnehin schon jetzt unser umfangreichstes Filmprogramm geworden. Und Wag the Dog ist ein Film, der jetzt im Verleih leider nicht mehr zu haben war. Sehr bedauerlich, weil der auch immer aktuell geblieben ist. Der ist parallel zur Lewinsky-Affäre entstanden in den USA. Nicht? Also als monatelang die politische Diskussion in den USA von den Spermaspuren auf dem Kleid von Monika Lewinsky beherrscht war. Und der Film geht von einer gleichen Konstellation aus, nicht? Und zeigt jetzt ein Ablenkungsmanöver. Und um von diesem Skandal abzulenken, erfindet ein Ratgeber des Präsidenten eine terroristische Bedrohung von außen, die dann natürlich den Skandal aus den Schlagzeilen schnell verdrängen soll. Der CIA gefällt das gar nicht, weil sie hat ja das Monopol für solche Operationen eigentlich beansprucht. Und von daher kommt es hier zu einem interessanten Streitgespräch zwischen dem CIA-Vertreter und dem Präsidentenberater, der hier diese terroristische Bedrohung inszeniert hat. I admit nothing, and I would like my lawyer present. We show, and NSA confirms, there are no nuclear devices on the Canadian border. There are no nuclear devices in Albania. Albania has no nuclear capacity. Our spy satellites show no secret terrorist training camps in the Albanian hinterland. The Border Patrol, the FBI, the RCMP report no untoward activity along our picturesque Canadian border. The Albanian government is screaming its defense. The world is listening. There is no war. Of course there's a war. I'm watching it on television. And who might you be when it's all said and done? My name is Conrad Breed. Who do you work for? Nobody whose name you want me to say, Mr. Young. I promise you. It's all well and good, but when the fit hits the sham, somebody's going to have to stay after school. Who do you suppose that might be? I don't know what you're talking about. The spy satellites show it, Mr. Breen. They show no war. Then what good are they if they show no war? I mean, what are we spending $250 billion a year in a defense department? What good are they if they show nothing? And what, are they useless? Are they just broke or what? I mean, what is it? I would like to point out further that these medications taken in conjunction... If there's no threat, then where are you? Let me go you one more. If there's no threat, what good are you? Mr. Breen, you are the threat. I'm the threat. I am the threat. Well, what have I been doing the last 30 years that you haven't been doing? You want to fill me in on that? The last 30 years, Mr. Breen, I have been working to ensure the security of my country. As have we all, and I'm going to point out that the security of this country... But if forced to choose between the security of your country and the security of your job, which would you pick? And while you hesitate, permit me to suggest that they are one and the same, your country and your job. I'm doing my job, Mr. Breen. That's what you see me doing. I'm doing my job. What is it you are doing? I'm doing my job, too. And let me ask you something. Let me ask you a simple question. Why do people go to war? Why do they go to war? I'll play your silly game. Okay, why do they go to war? To ensure their way of life. Would you go to war to do that? I have. And if you went to war again, who would it be against? Huh? Your ability to fight a two-ocean war against who? Who? Sweden and Togo?
That time has passed. It's over. The war of the future is nuclear terrorism. It is, and it'll be against a small group of dissidents who, unbeknownst perhaps to their own governments, have blah, 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 blah. And to go to that war, you have to be prepared. You've got to be alert. The public has got to be alert, because that is the war of the future. And if you're not gearing up to fight that war, then eventually the axe will fall, and you're going to be out in the street. And you could call this a drill. You could call this job security. You could call it anything you like. But I got one for you. You said go to war to preserve your way of life. Well, Chuck, this is your way of life. And if your spy satellites don't see nothing, if there ain't no war, then you can go home and prematurely take up golf, my friend. Because there ain't no war but ours. Yeah. Das ist eine sehr überzeugende politische Argumentation, die wir hier gehört haben. Also auch ein Film, der sehr lehrreich ist. Auch übrigens, was Medienmanipulation angeht, das ist für uns ja gerade in Demokratien ein wichtiges Thema, da ja auf diese Weise öffentliche Meinungen gebildet werden. Auf keinen Fall versäumen möchte ich einen Film von den Coen Brothers, Burn After Reading, der ebenso bemerkenswert ist. Das ist zwar angesichts unserer realen Bedrohungen, könnte man meinen, fast etwas verniedlichend. In Wirklichkeit ist es das aber nicht, denn in Wirklichkeit werden hier die ganz großen Sinnfragen gestellt. Und auch noch ein letzter Lektüre-Tipp. Burn After Reading heißt der Film der Coens, Burn Before Reading heißt ein sehr lesenswertes Buch, das von einem früheren CIA-Direktor unter Jimmy Carter geschrieben wurde, Stansfield Turner. Das ist eine Geschichte der CIA und speziell des Verhältnisses des CIA-Direktors zum jeweiligen Präsidenten. Ein sehr lehrreiches Werk, das heißt Burn Before Reading und ist absolut lesenswert. Sie finden da den schönen Satz, Americans are not the source of much intelligence drin. Das ist also sehr, 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 sehr schön, sehr ironisch auch geschrieben und historisch natürlich sehr präzise. Und wie gesagt, wenn Sie sich wenn Sie eine ganz schnelle Information brauchen wollen, suchen über diese Geheimnisse, dann finden Sie das da. I talk to you about our Mickey Mouse HMO. Hang on. This is some heavy shit. Is that my date list? No, fuck. You know, I'm trying to reinvent myself in these procedures, which are so incredibly not cheap. What is that? I can't believe this. This is like intelligence shit. I'm not comfortable with this. This is like, I can't believe this shit I'm seeing. Manolo found it. On the floor there. Yeah, Manolo found like this CD just lying in a locker. Locker floor, ladies' locker. Just lying there. I'm like, what, someone's music or what? And I come in here and it's these files, man. I'm not comfortable with this. Talking about SIG INT and signals and shit. And signals means code, you know? He was just lying there. Talking here about department heads and their names and shit. And then there's these other files that are just like numbers, arrayed. Numbers and dates and numbers and numbers. And dates and numbers and I think that's the shit, man. The raw intelligence. I'm not touching this. I want this out of here. Just throw it out? No, you can't do that. You should put up a note in the ladies' locker room. Put up a note? Highly classified shit found? Signals intelligence shit? CIA shit? Hello? Anybody lose their secret CIA shit? I don't think so. I don't know. You figure it out. But I'm not comfortable with this, and I want this out of hard bodies. We're running a gym here. God. Manolo, you didn't find this. I find it on the floor there. Yeah, I know, but... Right there, on the floor there. Just lying there. Ja, ein wunderbarer Film. Ich mache noch nicht mal ansatzweise den Versuch, Sie diesen bei den Coens immer exquisit verworrenen Handlungsverlauf einzuführen. Wir kommen dann hier auch in das Büro des CIA sehr schnell, denn es geht ja hier um die verschiedenen Geheimdienste, die es da gibt in der Hauptstadt. So we don't really know what anyone is after. Not really, sir. And this analyst, ex-analyst... Cox. Yeah. What's his clearance level? 3. Okay. No biggie. Just, for now, just keep an eye on everyone and see what they do. Yes, sir. And we'll interface with the FBI on this dead body.
No, no, God, no. We don't want those idiots bumbling around in this. Burn the body, get rid of it. And keep an eye on everyone. See what they do. Report back to me when, I don't know, when it makes sense. Ja, und das ist in der Tat, bei den Coens finden Sie immer, die bringen das immer auf den Punkt, die stellen immer die Sinnfrage. Und wenn das noch so amüsant ist, es ist natürlich der Kern der Sache. Ne? Was für einen Sinn macht diese ganze Geheimdiensttätigkeit? Was macht es überhaupt für einen Sinn, alles geheim zu halten? Vielleicht wären wir ja besser dran, möglichst viel in der Politik transparent zu machen. Und aus der Geheimhaltung, was entsteht da draus? Ne? Aus der Geheimhaltung entsteht hier bei den Coens ist deutlich sichtbar eigentlich nur eins, und das ist das Bedürfnis nach Schönheitsoperationen. Das wird hier in zweierlei Weise sehr schön diskutiert. Auf einmal über Frances McDormand, die ja hier eine Schönheitsoperation unbedingt haben möchte, und zum anderen natürlich darüber, dass hier immer die Leichen verbrannt werden, um alles zu vertuschen. Nicht? Also Schönheitsoperationen in jeder Hinsicht. Und den Schluss des Films, den zeige ich Ihnen auch noch, denn da kommen wir nochmal in das CIA, in das Büro des CIA-Chefs rein. Okay, so the gym manager is dead. Yes, sir. The body is... That's gone, sir. Okay. But there was a snag. What? Well, this analyst Cox was attacking the gym guy. It was in broad daylight on the street. Our man did not know what to do, felt he had to step in. Yes. He shot the analyst. He shot Cox. Good. Great. Is he dead? No, sir, he's in a coma. They don't think he's gonna make it. They don't think. They're pretty sure that he has no brain function. Okay, okay. If he wakes up, we'll worry about it then. Jesus, what a clusterfuck. So that's it then. No one else really knows anything. Okay. Well, sir, there is. What? What? There is the woman, the gym woman, Linda Litsky. Oh fuck yeah. Where is she? Oh, we picked her up. We have her. We have her? To do what with? She says she'll play ball if we pay for some, I know this sounds odd, some surgeries that she wants, cosmetic surgery. She says she'll sit on everything. How much? There were several procedures altogether that couldn't. Pay it. Yes, sir. Jesus fucking Christ. Yeah. What do we learn, Palmer? I don't know, sir. I don't fucking know either. I guess we learned not to do it again. Yes, sir. I'm fucked if I know what we did. Yes, sir. It's hard to say. Jesus fucking Christ. Ja, meine Damen und Herren, und mit dieser schönen Fahrt aus der CIA-Zentrale Langley, Virginia, möchte ich auch mein heutiges Filmexploratorium beenden. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Es gibt natürlich noch viele Filme zu erkunden, und ich denke, das eine oder andere, das werden wir auch noch in den Seminaren jetzt hier natürlich nachholen und in der Filmreihe. Dazu gibt es ja auch immer eine Einführung. Und ich möchte Sie auch noch mal speziell darauf hinweisen, dass wir noch ein Seminar anbieten, das erst im Januar beginnt, der Akademie für wissenschaftliche Weiterbildung Karlsruhe, speziell zu diesem Thema, wo wir dann 6 Filme unserer Reihe an 6 Terminen noch mal genauer unter die Lupe nehmen wollen. Und dazu sind Sie natürlich herzlich eingeladen. Würde mich freuen, wenn Sie da auch hinkommen und natürlich auch unsere Traumfabrik-Filmreihe weiter besuchen.